Moin zusammen! Ich habe heute ein Gerät mit dabei, was auf den ersten Blick nichts mit dem Thema Fotografie zu tun hat. Warum das Gerät aber trotzdem wichtig für mich ist, erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß! Ich bin ein sehr großer Espresso-Liebhaber. Man kann fast schon sagen, dass ich Espresso-süchtig bin. Also bei mir geht tatsächlich ohne Espresso gar nichts. Und deswegen habe ich mir letztes Jahr dieses kleine Gerätchen hier gekauft. Das ist eine mobile Espresso-Maschine. Mit der kann man tatsächlich selbst in der Wildnis Espresso zubereiten. Die geht nämlich komplett ohne Strom. Die geht über eine Handpumpe. Und wenn man heißes Wasser hat und auch Espressobohnen, also gemahlene Espressobohnen, dann steht tatsächlich, wie gesagt, mitten in der Wildnis einem Espresso-Genuss nichts mehr im Wege. Der Hersteller bzw. das Modell heißt Nanopresso. Das bekommt ihr bei Amazon oder auch bei den ganzen Outdoor-Ausrüstern. Ich bin im Übrigen von dem Hersteller auch nicht gesponsert worden. Ich habe mir das letztes Jahr selber gekauft, muss man immer dazu sagen. Und kann es wirklich mit wärmstem Gewissen empfehlen. Ich habe bis dahin, also bis zum letzten Jahr, habe ich glaube 3 Stück von diesen Geräten durchgetestet von verschiedenen Herstellern. Hatte auch ein elektrisches dabei, das konnte man dann irgendwie auch an den Zigarettenanzünder vom Auto anschließen. Das war aber irgendwann tatsächlich kaputt, also es hat nicht wirklich lang gehalten. Und der Espresso, der aus den Geräten rauskam, der war nie so richtig geil. Und ich muss sagen, hier der Espresso, der hier rauskommt, ist natürlich auch mal abhängig davon, was für Bohnen ihr einsetzt. Das ist klar und wie die auch gemahlen sind. Aber ich muss sagen, für mich kommt aus dieser Maschine wirklich sehr, sehr guter Espresso raus. Klar ist der nicht so geil wie aus einem Siebträger. Das ist aber tatsächlich auch nicht der Anspruch für mich bei so einer kleinen Maschine. Was ganz cool ist, also zum einen ist sie natürlich sehr hochwertig verarbeitet, also es ist ein sehr hochwertiger Kunststoff und sie lässt sich aber auch wirklich sehr einfach reinigen. Also wenn man das Ding mal auseinanderbaut, das kann man wirklich hier so in Einzelteile fast zerlegen. Man kann überall diese Gummidichtungen rausmachen und deswegen ist es wirklich relativ easy zum Reinigen. Ist tatsächlich, am Anfang dachte ich, boah, ist egal, ist vollkommen egal mit der Reinigung. Habe aber dann gemerkt, wenn man so ein Ding im Hotel dabei hat, dann ist tatsächlich wichtig, dass es sich gut reinigen lässt. Apropos Hotel, ich benutze die nämlich mittlerweile nicht nur in der Wildnis, weil so oft bin ich nämlich auch gar nicht in der Wildnis. Bei mir ist tatsächlich so, dass ich mein Espresso, weil ich trinke wirklich nur eine Sorte Espresso, also von einem Hersteller, die mahle ich daheim in meiner Maschine. Ich habe hier, wie gesagt, einen Siebträger, packe die dann in irgendein Gefäß, das eben luftdicht ist und nehme die dann mit in den Urlaub und mache dann auch im Hotel, habe dann auch so einen kleinen Wasserkocher immer mit dabei und mache mir sogar im Hotel meinen eigenen Espresso. Weil man sagt doch immer, habe ich mir zumindest mal sagen lassen, der eigene Espresso, der schmeckt dann immer am besten und deswegen, ich schleppe tatsächlich überall hin mit meine Espresso-Bohnen, meine gemeinen. Das geht auch mit dem Gerät relativ einfach, also wir werden das gleich auch mal, sage ich mal, live testen. Aber dass ihr es mal in der Theorie gesehen habt, also man packt hier unten das Wasser rein, das wird dann hier drauf geschraubt. Wie gesagt, heißes Wasser braucht ihr, das ist klar. Dann habt ihr hier eine Pumpe, damit kann dann das Wasser durchgepumpt werden. Und hier oben in den Aufsatz, da ist eben der Siebträger, hier kommt das Kaffeemehl rein. Da gibt es dann auch so einen kleinen Löffel, der liegt jetzt hier rechts neben mir. So, den packe ich hier oben rein, das arretiert dann auch so ein bisschen. Dann schraube ich hier oben den Deckel drauf. Muss halt gucken, dass das alles wirklich gut verschraubt ist und dicht ist, weil sonst läuft natürlich hier das Wasser raus. Dann pumpe ich ein bisschen vor, das mache ich immer, dass eben, ich glaube, das heißt Präinfusion, wenn ich es noch richtig weiß, aus den ganzen Espresso-Foren, dass eben dieses Kaffeemehl schon ein bisschen angefeuchtet wird, dass es ein bisschen ziehen kann, in Anführungszeichen. Und dann pumpen wir einfach weiter und dann läuft hier unten nachher der Espresso raus. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt einfach mal, wie gesagt, live an. Dazu müssen wir aber die Location wechseln, denn hier in meinem Büro, da ist es wirklich ein bisschen schwierig. Und wenn man da nicht aufpasst, dann gibt es eine Mordsauerei. Wie heißt es so schön? Ich habe schon was vorbereitet und zwar habe ich hier hinten schon Wasser gekocht, also heißes Wasser schon bereitgestellt. Dann habe ich hier schon Espresso-Bohnen gemahlen. Interessanterweise kann ich den Mahlgrad von meiner Mühle, also meiner Mühle vom Siebträger, tatsächlich auch mit dem Gerät hier verwenden, was ganz cool ist. Dann brauche ich nämlich nicht immer den Mahlgrad von meiner Mühle anpassen. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich dann Auto unterwegs bin, dass das ganze Kaffeemehl ist dann in so einer Box, die ist dann verschlossen und da nehme ich mir dann immer jeden Tag mein Espresso raus. Dann bauen wir jetzt hier mal diese Maschine auseinander. Wie gesagt, die besteht ja aus mehreren Teilen. Hier haben wir jetzt diesen Kaffeelöffel und hier haben wir den Siebträger und dann packen wir immer so, ich sage jetzt mal, einen kompletten Löffel von diesem Espresso-Mehl. Jetzt müsst ihr aber testen, was bei euch am besten funktioniert. Hier
in diesen Löffel rein und stülpen dann den Siebträger drüber und drehen das Ganze. Das ist eigentlich ganz cool, weil dadurch entsteht relativ wenig Sauerei. So, dann tun wir das Ganze ein bisschen abstreichen, ein bisschen festdrücken. Wichtig ist immer bei dem sogenannten Tampen, dass man es nicht zu fest drückt, weil sonst läuft nachher euer Wasser nicht mehr durch. Wenn wir das getan haben, dann packen wir hier diesen Siebträger hier oben in diese Aufnahme rein, schrauben schon mal den Deckel fest. Also hier kommt nachher ja dann der Espresso raus. Dann holen wir jetzt hier unser heißes Wasser. Da gibt es dann hier in diesem Deckel, gibt es dann schon so, ich sag mal so Markierungen, dass man nicht zu viel Wasser einfüllt. Weil es nachher natürlich auch wichtig, dass wir nicht zu viel Wasser durch das Kaffeemehl durchfeuern, weil sonst wird der Espresso tendenziell eher ein bisschen zu lasch. Dann schrauben wir hier, drehen wir jetzt quasi die Pumpe raus, dann tun wir jetzt schon mal unsere coole, metallene Aluminium- oder aluminiumfarbene Espresso-Tasse drunter stellen. Pumpen schon mal ein bisschen, bis man so ein bisschen Widerstand spürt. Also man hört es auch. Also ich mache das dann immer wirklich so kurz bevor jetzt. Jetzt ist quasi ein Widerstand und jetzt merke ich, wenn ich jetzt weiter pumpen würde, dann käme schon Espresso, dann lasse ich das Ganze ein bisschen durchziehen. Das ist aber auch immer Geschmackssache, also je nachdem, wie es euch am besten schmeckt. Und wenn ich dann loslege, dann kommt hier unten der Espresso raus. So, es quietscht dann immer ein bisschen. Und ich muss sagen, wenn ich den auch hier oben anschaue, auch die Crema, die sieht wirklich, wirklich sehr gut aus. Also natürlich immer in Relation dazu, dass das hier so eine Campingmaschine ist. Wenn das Ganze dann durch ist, also dann drehe ich die ganze Maschine wieder auf den Kopf. So, schraube diese Pumpe, mache ich hier fest und habe dann hier mein Espresso. Und dann kann ich ihn im Prinzip trinken. Fazit. Natürlich war das heute kein klassisches Fotografie-Video, das muss man ganz klar sagen. Aber wenn es euch auch so geht wie mir, dann ist so eine Maschine wirklich Gold wert. Denn wir Landschaftsfotografinnen und Fotografen sind natürlich viel unterwegs, sind viel draußen und sind auch oftmals in der Wildnis unterwegs. Und wenn man dann Espresso liebt und gerne Espresso trinkt, dann hat man eben gerne auch mal so eine Maschine dabei. Deswegen würde ich schon sagen, dass man das Thema Fotografie und Espresso bzw. Espresso-Maschinen schon irgendwie zusammenbekommt. Ich verlinke euch auch mal die Maschine unten bei Amazon, dann könnt ihr es euch mal anschauen. Falls ihr die Maschine selber schon im Einsatz habt und habt noch irgendwelche Tipps oder ich habe auch irgendeinen Fehler gemacht, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ganz wichtig, wie immer, der obligatorische Hinweis, abonniert unseren Kanal, denn nur so verpasst ihr kein Video mehr von uns. Ich werde mir jetzt nochmal ein Espresso mit der Maschine machen, dann das Video schneiden und deswegen bleibt mir nur noch eins zu sagen, wir sehen uns.